Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, und zwar dem Thema Hedging. Hedging im Optionshandel, Hedging im Börsenhandel allgemein. Und ein paar Gedanken zu diesem Thema gibt es heute von mir in diesem Video. Nachdem es ja jetzt in den letzten Tagen doch ein wenig holpriger an der Börse geworden ist, ne, ihr habt gesehen, an der Nasdaq gab es mal einen Tag, wo die großen Fangaktien ein bisschen mehr nach unten gegangen sind. Na klar, da kommt immer wieder die Idee auf, gibt es denn nicht einen vernünftigen Hedge, den man aufsetzen kann, um zum Beispiel ein Portfolio zu schützen? Ich persönlich bin ja nicht so der ganz große Anhänger von Hedge-Strategien. Ich finde, der beste Hedge ist nicht, dass man etwas aufbaut, um dann im Falle des Falles quasi eine Gegenposition zu haben, die meine Verluste reduziert, sondern ich bin eher der Meinung, man sollte versuchen, diese Situationen zu erkennen. Das ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Und wenn man eben in einer Zeit ist, wo die Volatilität sehr niedrig ist, so wie jetzt, halte ich es für das Beste, tendenziell eher kleinere Positionen zu fahren, um von dem aus meiner Sicht heraus nicht vermeidlichen Einbruch ganz einfach so wenig wie möglich Drawdown fürs eigene Portfolio hervorzurufen. So, das soll jetzt aber heute gar nicht das Thema sein, sondern ich möchte mal mit euch über das Thema Hedging sprechen. Und zwar, wir wissen ja, dass ein Hedge, was ist überhaupt ein Hedge? Ein Hedge sagt man ja, okay, man baut irgendeine Position auf und diese Position soll dafür sorgen, dass wenn das eigene, das hauptsächliche Portfolio, das hauptsächliche Geschäft, was man betreibt, wenn das einen Einbruch erleidet, dass dann der Wert des Hedges ansteigt und man so einen Ausgleich hat. Ne? Eigentlich eine ganz sinnvolle Sache, wenn man sich das so anhört. Wir wissen aber natürlich, dass man auf Dauer kein Hedging betreiben kann, weil es uns die Performance auffrisst. Ne? Klassischer Vertreter, der das ja lange propagiert hat. Und ich muss ihn jetzt einfach nehmen, weil er eben so bekannt ist, Dirk Müller mit seinem Dirk Müller Premium Fonds. Der hat ja, obwohl wir mitten in einem richtigen Bullenmarkt sind und er aus meiner Sicht heraus auch sehr gute Aktien für seinen Fonds hat heraussuchen lassen, also sein Team hat da, glaube ich, gute Arbeit geleistet, hat ihm das permanente Absichern seiner Positionen, also der Hedge, hat ihm so viel Geld gekostet, dass er letztendlich keine Performance aufzuweisen hat. Ne? Dass er, glaube ich, sogar mit seinem Fonds trotz dieses Bullenmarktes im Minus ist. Und da reift natürlich die Idee heran, dass man sagt, man, gibt es denn nicht die Möglichkeit, könnte man denn nicht einen kostenfreien Hedge aufsetzen? Also quasi einen Hedge, der sich irgendwie selber bezahlt, der uns nichts kostet. Ne? Und jetzt gibt es da verschiedene Ansätze, die von verschiedenen Marktteilnehmern immer mal wieder angebracht werden oder eingebracht werden, Ideen darauf. Das ist auch nicht neu. Und jetzt muss man sich bloß aus meiner Sicht heraus Folgendes überlegen. Wir wollen gar nicht auf die einzelnen Strategien eingehen, aber überlegen wir uns doch mal Folgendes. Ist es denn theoretisch möglich, einen kostenfreien Hedge aufzusetzen? Ich behaupte mal, und das sagt mir meine Erfahrung und mein logisches Denken, dass es nicht möglich ist, so einen kostenfreien Hedge aufzusetzen, und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich auf der einen Seite ein Portfolio habe, in dem ich Risiko eingehe, das ist ganz normal, und auf der anderen Seite hätte ich einen Hedge, der dieses Risiko also quasi wegnimmt, und dieser Hedge, der mir das Risiko hier wegnimmt, der ist dann gleichzeitig auch noch kostenfrei, dann hätte ich doch plötzlich in Kombination ein risikoloses Geschäft. Das heißt, ich könnte mit meinem Hauptportfolio Gewinne erzielen, ohne dafür irgendein Risiko eingehen zu müssen, weil ja der Hedge nichts kostet. Das heißt also, ich würde die Risikoseite vollkommen wegnehmen, es gäbe überhaupt kein Risiko mehr, und auf der anderen Seite könnte ich aber meine Geschäfte betreiben, um einen Gewinn zu erwirtschaften. Und das würde ja, das klingt für mich persönlich, und korrigiert mich, wenn ihr der anderer Meinung seid, das klingt für mich persönlich nach Free Lunch. Jetzt weiß ich allerdings aus eigener, teilweise auch bitterer Erfahrung der frühen Jahre, dass es keinen Free Lunch gibt. Also dass es einfach keine Situation gibt, wo man sagt, man kann risikolos Gewinne einfahren, wenn aber die Überlegungen, die einem
zu dem Risikotrade bringen, falsch sind, geht man plus minus null aus dem Ganzen raus. Das ist aus meiner Sicht heraus nicht denkbar. Rein logisch kann das nicht sein, ne? Weil dann wäre das ja quasi der Stein des Weißen. Das wäre das Perpetuum mobile des Börsenhandels, ne? Und das ist jetzt völlig unabhängig, ob das jetzt Optionen sind oder irgendetwas anderes sind. Du musst immer auch, um diesen Gewinn zu erzielen, ein gewisses Risiko haben. Nimmst du dieses Risiko komplett weg, also kannst du dieses Risiko komplett rausnehmen und dieses Herausnehmen kostet dich nicht mal Geld, dann hast du einen Free Lunch. Aus meiner Sicht ausgeschlossen. So, das Punkt Nummer 1, Überlegung Nummer 1 zu Hedges. Zweiter Punkt zu Hedges, und da muss ich jetzt einfach ein bisschen mit meiner langjährigen oder mit meinem langjährigen Sein an der Börse, das muss ich jetzt ein bisschen ins Spiel bringen. Ich glaube, von vielen, die Extremsituationen noch niemals live erlebt haben, die vielleicht schon mit dabei waren, aber noch keine Konten hatten, noch keine bestimmten Instrumente gehandelt haben. Viele haben, glaube ich, eine falsche Vorstellung von dem, was mit einem Hedge in einer wirklich Extremsituation passiert. Und auch da vielleicht am Anfang ein kleines Beispiel aus einem anderen Bereich. Und zwar, wenn wir Auto fahren, dann ist das ja erstmal grundsätzlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Ja? Also wer einfach sich in ein Auto setzt, das wiegt, keine Ahnung, 2 Tonnen, und dann mit 100 km/h oder mit 150 oder 200 oder 250 km/h über eine Autobahn fährt und das nicht nur allein macht, sondern auch noch mit vielen, vielen anderen tausend Leuten gleichzeitig, der begibt sich ins Risiko. So, das Risiko versuchen wir zu begrenzen, indem wir uns schützen vor den Folgen dieses Risikos. Das heißt, es gibt Geschwindigkeitsbegrenzungen, wir müssen einen Gurt nutzen, wenn wir Auto fahren, wir haben Airbags im Auto, die Autos werden mittlerweile so konstruiert, dass sie sehr, sehr sicher sind, ganz sichere Fahrgastzellen und so weiter und so fort. Und nichtsdestotrotz wissen wir doch alle, obwohl wir all diese Hedges um uns herum haben, dass dennoch ein gewisses Restrisiko bleibt. Heißt also, wenn ich mit 30 km/h, wenn ich mit 50 km/h irgendwo dagegen fahre, dann wird mein Hedge mir helfen. Das heißt, mein Gurtstraffer wird sich anziehen, meine Airbags werden aufgehen, meine Fahrgastzelle wird mich schützen, je nach Auto, was ich halt habe. Und das heißt, da wird mir schon nicht allzu viel passieren. Ne? Schaden am Auto, vielleicht auch etwas mehr, aber okay, so ist es halt. Und jetzt weiß ich aber auch, diese Hedges bekomme ich nicht umsonst. Also ich kann nicht zu meinem Autohändler gehen und kann sagen, okay, ich möchte ein Auto haben, aber dieses ganze Zeugs, was mich da schützt, Airbags, Gurtstraffer, Fahrgastzelle und so weiter, das will ich nicht bezahlen. Nein, das bezahle ich natürlich mit über den Preis des Autos. Das heißt, der Hedge ist quasi im Autopreis mit enthalten. So, und jetzt weiß ich aber natürlich auch, bei 30, 50, 60 mag das Ganze helfen. Wenn ich aber mit 150 km/h oder mit 200 km/h oder 250 km/h mit einem Pkw in einen Unfall gerate, dann ist es vollkommen egal, was ich für einen Hedge in diesem Auto habe und auch was der andere, der mit mir zusammenprallt, für einen Hedge hat. Wir werden das beide mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überleben. Das heißt, mein Hedge funktioniert an dieser Stelle nicht. Bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert er, ab einem bestimmten Punkt funktioniert er einfach nicht mehr und es gibt auch keinen Hedge, der mich da aufhalten kann. Wenn ich halt mit 250 wo dagegen fahre, dann bin ich platt. Punkt. Geht nicht anders, okay? So, jetzt übertragen wir das mal auf die Börse. Viele denken ja, sie können sich einen Hedge kaufen, gleich welcher Art der gebaut ist. Und im Falle einer Extremsituation werden sie immer in der Lage sein, ihre Verluste durch diesen Hedge ausgleichen zu können. Und ich glaube das persönlich nicht, und zwar aus eigener Beobachtung, nicht aus eigener Erfahrung, weil ich nie in der Situation war, dass ich einen Hedge hatte und gebraucht hätte in so einer Situation. Ich habe diese Situation genau zweimal erlebt. Das war einmal das Platzen der Dotcom-Blase mit dem darin vorkommenden Vorfall 9/11,
11. September 2001, als die Märkte einfach zu waren. Ne? Nachmittags dieser, ich glaube 14 Uhr, dieser Einschlag in New York, also unserer Zeit, ich glaube 13 Uhr war der erste, die Börse hat gar nicht aufgemacht, die Futures haben sofort nach unten gegapt, der DAX hat ein paar hundert Punkte innerhalb von Sekunden verloren. Und das heißt, da war gar, da, das, diese Situation habe ich erlebt. Und dann, was für mich eigentlich noch die viel extremere Situation war, das war die Finanzkrise und der Zusammenbruch von Lehman Brothers. So, und was konnte man damals bei Lehman Brothers, weiß ich es noch sehr, sehr genau, weil ich da schon sehr aktiv im Markt war und auch Geld im Markt hatte. Und warum glaube ich, dass ein Hedge in so einer Situation, in so einer Extremsituation nicht funktionieren wird? Und zwar, es ist ja so, überlegt euch mal Folgendes. Wir wollen ein ganz simples Beispiel machen. Ihr kauft einen Put. Ihr kauft eine Put-Option gegen zusammenbrechende Märkte und ihr kauft vielleicht einen, jetzt machen wir es ganz simpel, weit aus dem Geld liegenden Put. Der ist sehr billig, ne? Der kostet, der ist nicht kostenfrei, aber der ist schon relativ preiswert. Und jetzt kommt wirklich dieser extreme Einbruch. Und komm, lasst uns irgendein Zahlenbeispiel machen. Ihr habt diesen Put für $100 gekauft und jetzt ist der plötzlich, sagen wir mal, $10.000 wert. Okay? So. Jetzt habt ihr theoretisch einen Wert von $10.000. Was ihr allerdings noch braucht, damit dieser Wert euch etwas nützt, das ist jemand, der euch diese $10.000 dafür gibt. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, warum soll mir den niemand geben? Und jetzt kommt etwas, was ich eben in der Finanzkrise 2008 sehr, sehr oft beobachtet habe, dass einfach sehr viele Produkte in so einer absolut extremen Phase überhaupt nicht handelbar waren. Also ich kann mich beispielsweise entsinnen, dass an den Tagen um die Lehman-Pleite herum viele Produkte, auch Futures beispielsweise und auch Future-Optionen, nicht handelbar waren. Die hatten zwar einen Preis und da wurde auch jeden Tag, der Handel war ja nie ausgesetzt, ne? Der Handel fand die ganze Zeit statt. Und wenn wir uns heute historische Optionspreise anschauen würden, dann würden wir auch feststellen, dass alle diese Optionen am Ende des Tages einen Preis hatten. So, das Problem war allerdings, dass während des Handels die Spreads für diese Optionen teilweise so extrem waren, dass du sie nicht handeln konntest. Ich kann mich an einen Punkt sehr, sehr genau erinnern, und zwar, das war eine Option in den 30-jährigen Staatsanleihen. Und das ist wirklich ein extrem liquide gehandeltes Produkt. Ne? Also amerikanische Staatsanleihen, für die, die es auch handeln, ZB, das elektronische Kürzel, das sind die 30-jährigen Staatsanleihen. Und da weiß ich noch, da gab es eine Option und die hätte einen Preis haben müssen von ungefähr, die werden ja in 64 angegeben, von 2 Ganzen und ein paar 64. Also ich sage jetzt mal 2 Ganze und 4 64. Das wäre der Preis dieser Option gewesen. Und tatsächlich an der Börse wurden diese Optionen gepreist 1/64 auf 99 Ganze und x64. Das heißt, machen wir es mal in, rechnen wir es mal um. Das bedeutet, du hättest für diese ganze Option, die hatte einen Wert von ungefähr, was weiß ich, 2.200 Dollar. Okay, das war der eigentliche Preis dieser Option. Das ist auch der im Close stand. Das war der Settlement, der nach dem Börsenschluss festgestellt wurde. Aber der Bid-Ask-Preis war $15 auf $99.000. $15 auf $99.000. Bedeutet, wenn du diese Option gekauft hättest und du hättest sie verkaufen wollen, dann hättest du $15 dafür bekommen und eben nicht 2.200, was sie wert war. Und hättest du sie kaufen wollen, hättest du $99.000 dafür zahlen müssen. Also völlig unmöglich, diese Option zu handeln. So, jetzt stell dir mal vor, du hast so eine, das ist ein Extrembeispiel, aber wir reden ja über Extrembeispiele. Jetzt stell dir einfach mal vor, du hättest diese Option gehabt und das wäre dein Hedge gewesen.
Du weißt ja, die ist jetzt 2000 Dollar wert, großartig. Du kriegst sie aber nur für 15 Dollar verkauft. Warum? Weil kein Market Maker dieser Welt dir in so einer Situation einen fairen Preis bezahlen wird. Keiner. Das ist einfach so. Und jeder, der sich da theoretisch irgendwas ausrechnet und sagt, ich habe ja dann einen Hedge und der ist dann so und so viel wert und das kann man ja auch an den historischen Preisen nachweisen. Nein, kann man nicht nachweisen, weil es sind Close-Kurse, es sind keine real in der Praxis stattgefundenen Kurse. Und in der Praxis funktioniert das in solchen Extremsituationen nicht. Das heißt, wenn ihr einen Einbruch erwartet von 10% an der Börse und ihr wollt euch hedgen, dann wird das funktionieren. Wenn ihr aber glaubt, dass ihr einen Hedge euch aufbauen könnt, der euch für eine 25% Bewegung, die ganz schnell passiert, schützt oder die euch gegen einen Flashcrash schützt, ne? Oder die euch schützt für sowas wie 1987, was heutzutage nicht mehr möglich ist, zumindest nach dem, was die Börsen sagen von ihren Mechanismen her. Aber das funktioniert überhaupt nicht. Das wird in der Realität nicht funktionieren. Warum? Ihr findet keinen Counterpart. Weil niemand wird zu dieser Situation bereit sein, irgendetwas zu handeln. Wer das erlebt hat, den Flash Crash 2010, das war ja nur ein paar Stunden, ne? Da wurde dann gar nichts mehr gehandelt. In der Finanzkrise 2008 wurden Zertifikate einfach nicht mehr gestellt. Das heißt, die Emittenten haben gesagt, nein, ich stelle einfach keine Preise mehr. Das heißt, dir hat dein Hedge in der Situation überhaupt nichts genützt. Den gab es nicht. Du hattest eine Versicherung in der Hand, aber niemand war bereit, dir diese Versicherung einzulösen. Und das ist jetzt nicht nur meine persönliche Erfahrung. Ihr kennt alle diesen oder habt hoffentlich diesen Film gesehen, The Big Short. Als ja die Leute auch angefangen haben, Shorts aufzubauen und zu spekulieren auf einen fallenden Immobilienmarkt. Und was war das Ende vom Lied? Obwohl die Preise gefallen sind, sind diese Dinge am Anfang sind die nicht im Preis gestiegen, obwohl sie es hätten theoretisch müssen. Warum? Weil die Counterparts, die damaligen Investmentbanken wie Goldman und JP Morgan zum Beispiel und auch Lehman, die als Market Maker dieser Policen aufgetreten sind, einfach nicht reagiert haben und gesagt haben, nein, wir stellen einfach keine Preise oder nicht die Preise, die du dir vorstellst. Das heißt, wir müssen ja ganz klar unterscheiden zwischen Theorie und Praxis und wir müssen unterscheiden, gegen was hilft mir dieser Hedge wirklich. Ne? Und ich persönlich glaube eben, dass Hedging in seiner Art und Weise überschätzt wird. Es wird unterschätzt von den Kosten. Stichwort, können wir kostenfrei machen? Geht nicht. Wenn wir es aber nicht kostenfrei machen können, dann müssen wir timen. Timing ist schwierig. Und die andere Sache ist eben, es wird dir helfen bei kleineren Einbrüchen. Bei extremen wird es dir wahrscheinlich nicht helfen. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Meinungen, auf eure Kommentare. Wie ihr das seht, habt ihr andere Beispiele? Wie habt ihr es vielleicht selber erlebt? Wart ihr selber dabei? Und wenn ihr nicht selber dabei wart, was ja nicht schlimm ist, ne? Der eine oder andere hat erst viel, viel später angefangen, dann überlegt mal, ob ihr diese Überlegungen auch mit in eure Gedankengänge damit eingezogen habt. Okay? In diesem Sinne, ich freue mich auf euch, auf eure Kommentare. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, euch alles Gute, einen schönen Advent. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.